Hallo, Lieben. Es ist schon spät, ich weiß. Das macht aber nichts, weil morgen ist ja Samstag, kann ich ein bisschen länger schlafen, wenn mich meine Tochter lässt. Ich war vorhin in der Werkstatt und habe für das letzte Flindy, für das kleinste, was ich gemacht habe, eine Scheide gemacht. Ich wollte erst Kydex machen, oder zuallererst Leder. Dann habe ich gedacht, nee, machst du Scheide, eine Kydex-Scheide. Und dann habe ich beim Udo irgendwann mal gesehen, dass es da transparentes Kydex gibt. Also habe ich meine Quelle des Vertrauens angezapft. Habe beim Dominik, beim polsterbau.de das Zeug gekauft. Kam heute und habe ich direkt verarbeitet. Muss eins dazu sagen, habe ich ein bisschen geärgert, das Zeug. Ist nicht ganz so schön verarbeitbar wie Kydex. Kydex kann Wärme, ein bisschen zu viel Wärme, besser ab als das Zeug hier. Da löst sich dann sofort irgendeine Schicht ab. Und ja, aber mittlerweile, wie man sieht, fertig. Ich fand halt das ganz cool, dass man da ein bisschen so durchgucken kann. Vor allem hier bietet sich's ja an, weil ich dadurch halt auch von dem Flintstone-Finish bisschen was sehe, auch wenn es mal so in der Scheide steckt. Als Snack Knife gemacht, klar, logisch, mit der Kordel dran. Ich habe das Messer ja schon mal gezeigt. Da war das hier noch ein bisschen anders. Ich habe mich dann entschieden, das Lennert, was ich hinten direkt dran geknüpft hatte, abzumachen. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, quasi die Wicklung abgeschnitten, habe die verschweißt und habe dann ein neues Lennert dran gemacht. Da habe ich einfach mal so ein Stück DNA-Spirale dran gemacht. Ich mag das ganz gerne. Sieht halt witzig aus. Und ja. Jo, wenn ich ehrlich bin, das Besser ist mir nicht ganz so gut gelungen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ja, das lässt sich jetzt schwer beschreiben, warum, weshalb. Mag sein, dass ein anderer das anders sieht, aber ich bin nicht hundertprozentig zufrieden damit. Sage ich mal, so eine Hausnummer, so 95%. Ja, ich biete es euch hier mal an. Vielleicht hat ja einer Interesse an sowas. Für einen super Preis von inklusive Versand in Deutschland für 95 Euro geht's weg. Ja, die Maße könnt ihr in einem anderen Video gucken. Ich habe jetzt keinen Zollstock mehr, ich habe auch die Maße nicht im Kopf. Können einfach mal anschauen, mal nachschauen. Das war vorgestellt die Flintstone Family. Die anderen beiden sind schon weg. Das ist das Letzte, was hier ist. Ich gucke mal, ob ich es rauskriege. Das ist ziemlich fest. Kleinen Moment mal bitte. Ich hänge jetzt gerade mal um, dann kann ich es rausziehen. Da ist es. Ich zeige euch das Messer nochmal ganz. Es ist klein, klar. Mit dem Neck Knife mache ich eh keine großen Sachen. Ich finde es halt vom Design her was anderes. Flintstone Finish ist eh eine außergewöhnlich, will ich nicht nennen, aber eine besondere Sache. Ja, wie gesagt, falls einer Interesse hat, kann er mich anschreiben. Alles klar. Dann wünsche ich euch was. Schönes Wochenende. Wir sehen und hören uns, dann bin ich raus. Macht's gut. Ciao.